aus der Emanuelkirche grüße ich Sie herzlich am letzten Tag des Jahres. Zeit zurückzuschauen, Bilanz zu ziehen, loszulassen, traurig oder dankbar. Und Zeit nach vorne zu blicken, mit schwerem oder leichtem Gepäck, mit Zuversicht oder voller Angst. Können wir heute eine Bilanz für das zu Ende gehende Jahr ziehen? Ein Jahr, das unterschiedlicher nicht sein konnte? Eine besondere Zeit, schwer für die einen, leicht für die anderen. Kurzarbeit in der Industrie, Schwerstarbeit in der Pflege, ohne Arbeit bei Selbstständigen und Künstlern, Lockdown, Stillstand und Einsamkeit. Aber auch Besinnung, zur Ruhe kommen, durchatmen für die Seele und die Schöpfung. Kann es eine Bilanz geben nach einem solchen Jahr oder nur viele verschiedene? Und die eine Erkenntnis, die so oder so gilt: Gott ist gegenwärtig in unserem Leben, in schweren und in leichten Zeiten, in unserem Zusammenleben und in unserer Welt. Im Namen dieses Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nehmen wir Abschied vom Jahr 2020, jeder für sich und doch gemeinsam, und gehen miteinander in das neue Jahr 2021. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn kennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergibt euch wieder. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Wir lassen uns auf Worte von Psalm 121 ein in einer modernen Fassung. Auf meinem Weg blicken meine Augen hinauf zu den Bergen. Wird Gott mir dort in der Ferne begegnen? Oder ist er mir schon jetzt nahe, mir zu helfen? Meine Hilfe kommt von ihm, der den Himmel gebildet und die Erde geformt hat. Er ist mir nahe auf allen meinen Wegen, dass mein Fuß nicht gleitet. Gott schläft nicht, er behütet mich Tag und Nacht. Schatten spendet mir seine Hand am Tage, dass die Sonne mich nicht verbrennt. Und des Nachts schenkt er mir neue Kraft und behütet mich vor allem Übel. Gott behütet meine Wege, meinen Ausgang und Eingang, heute und morgen und in Ewigkeit. Wir vertrauen uns und unser Leben Gott im Gebet an. Wege gehen, Wege geführt werden, einen Weg einschlagen. Wir möchten gerne auf dem besten Weg sein. Und doch ist der Weg nicht eben, den wir gehen,
Immer wieder drohen unsere Füße an einen Stein zu stoßen. Es steht jemand im Wege oder wir drohen auf halbem Weg stehen zu bleiben. Deshalb wollen wir um Gottes Hilfe auf unseren Wegen bitten. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Den Weg nicht kennen macht Angst. Nicht zu wissen, wohin es geht, das ist mühsam. Mit Unsicherheit und Skepsis blicken viele auf das neue Jahr. Vieles ist noch so unklar. Wird es ein weiteres Jahr mit Ungewissheiten, mit der Pandemie, noch mehr Kontaktbeschränkungen, Einsamkeit, noch ein Jahr der Angst? Wohin mag der Weg der kommenden 365 Tage führen? Persönlich, beruflich, im Blick auf die Welt. Wird die Pandemie abklingen? Werden die Impfstoffe helfen? Werden sie gerecht verteilt werden? Wie wird mehr Leichtigkeit einziehen in unser Zusammenleben, in unsere Begegnungen? Werden wir in den Gottesdiensten unbeschwert singen und Abendmahl feiern können, so wie wir es gewohnt sind? Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leide, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Die Israeliten zogen aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und sie lagerten am Rande der Wüste. Wie oft fühlten wir uns in diesem Jahr wie am Rande der Wüste? Nach Schreckensnachrichten, nach neuen Höchstwerten der Corona-Zahlen oder nach notwendigen Absagen von Veranstaltungen und Gottesdiensten. So etwas haben wir noch nie erlebt, sagten selbst die Älteren unter uns, die die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt haben. Wüst und leer, verwüstet, ohne Sinn, so kam uns zeitweise das Leben vor. Wie kann man sich da Hoffnung bewahren? Hier kommt Gott wieder ins Spiel. Genauer gesagt, eine ganz neue Erfahrung mit Gott, die das Volk Israel macht. Gott zeigt sich als Weggott, als einer, der in die Wüste mitgeht. Das war etwas noch nie Dagewesenes. In den religiösen Vorstellungen der damaligen Zeit hatten die Gottheiten alle ihre festen Orte. Eine Quelle, eine Höhle, einen heiligen Berg oder ein Heiligtum. Dort waren sie anzutreffen und aufzusuchen. Aber nun erfährt das Volk Israel etwas umstürzend Neues. Unser Gott geht mit, sogar mit in die Wüste hinein. Er bleibt in unserer Nähe. Was für ein Trost! Was für eine Hoffnung für unser kleines Menschenleben, aber auch für unsere Erde. Auch dort, wo es unheimlich und gefährlich ist, bleibt Gott bei uns. Das verändert alles.
Denn nun haben wir den bei uns, der auch aus dem Nichts Leben schafft, der auch in der Wüste Wege zeigen kann. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns uns zu erlösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns uns zu erlösen. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Wolken und Feuersäule werden zu Zeichen, um die Gegenwart Gottes zu beschreiben. In der Wüste ist eine Wolke eine lebensspendende Erfahrung, denn sie bringt Schatten zum Ausruhen und Erholen und sie verspricht Regen, der es wachsen und grünen lässt. Die Feuersäule ermöglicht Orientierung im Dunkeln, sie macht das nächste Stückchen des Weges erkennbar, sie schenkt Wärme und Zuwendung in kalten Zeiten. Wie sahen unsere Wolken und Feuersäulen aus? Vielleicht sind wir Menschen begegnet, die ihr Christsein so leben, dass wir von ihnen ermutigt, inspiriert und mit neuer Glaubenskraft angesteckt wurden. Vielleicht haben wir gemerkt, wie sich in den sogenannten Zufällen des Lebens Gottes Güte verbirgt. Und vielleicht haben wir da, wo wir es nicht für möglich gehalten haben, Solidarität oder Zuwendung ganz neu erfahren. Gott schenkt seinen Menschen, was sie zum Leben brauchen. Er begleitet uns auf unserem Weg in das Jahr 2021, wie auch immer der aussehen wird. Seine Wolken- und Feuersäule gibt uns Orientierung. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Orientierung ist gut, aber der Weg muss noch gegangen werden. Wandern bedeutet aber nicht nur Anstrengung und Ausdauer. Es bedeutet auch, mobil zu sein. Wer wandert, der wohnt nicht in festgefügten Häusern, sondern schläft in einem Zelt. Wer wandert, bleibt offen für die verheißene Zukunft. Wer wandert, freut sich an neuen Entdeckungen. Vielleicht ist die Wanderschaft ein gutes Symbol am Jahreswechsel. Gerade in diesem Jahr, in dem wir erleben, dass unser Leben längst nicht so festgefügt ist, wie wir bis vor kurzem meinten, dann ist es gut zu wissen, dass Gott bei uns ist auf der Wanderschaft unseres Lebens.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Miteinander und füreinander beten. Gott aller Zeiten, am Ende des Jahres suchen wir deine Gegenwart. Wir bringen mit, was uns an diesem Abend beschäftigt, die Erinnerungen an das, was vergangen ist, und die Hoffnungen und Befürchtungen im Blick auf das, was kommt. Und damit verbinden sich Dankbarkeit und Wehmut, Trauer, Sehnsucht, Angst und Erwartung. Nun brauchen wir Hilfe, dass wir in all dem überhaupt Raum finden für deine Gegenwart. Was wir versäumt haben und wo wir schuldig geworden sind, das lassen wir hier und bitten dich um Vergebung. Nimm uns die Angst vor Schuld und Strafe, damit wir neue Wege suchen können. Was uns freut, was gut war, was uns geschenkt wurde, für das alles danken wir dir. Gib uns den Segen guter Erinnerungen, damit sie uns tragen. Was uns schmerzt und wehtut beim Blick zurück auf das Vergangene, das würden wir gerne hier lassen und wissen doch, dass das nicht geht. Wir bitten dich, dass du mit uns aushältst und trägst, was uns allein zu schwer ist. Was wir wünschen und was wir fürchten im Blick auf das neue Jahr, das legen wir in deine Hand. Beschenke uns mit Vertrauen zu dir, dass wir das, was kommt, aus deiner Hand nehmen und mit dir leben. Amen. Gemeinsam beten wir, so wie Jesus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Begleitet von den Zeichen der Nähe Gottes können wir das Jahr 2020 hinter uns lassen und mit Zuversicht und Vertrauen in das neue Jahr gehen. Der Herr sei mit dir und begleite dich wie ein guter Freund oder eine mitfühlende Freundin. Der Herr sei dir nahe in deiner Freude und in deinem Kummer. Der Herr lenke deine Schritte und führe sie auf verschlungenen Wegen in sein himmlisches Reich. So segne dich der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Seinem Frieden, was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Alte Stunden, alte Tage, lässt du zögernd nur zurück, wohl vertraut wie alte Kleider, sind sie dir durch Leid und Glück. Der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögernd steigst du nur hinein. Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein? Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe. Wünsche gute Worte, wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Thank you.